meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt bitten, sich für den Götti zu erheben, aus Respekt. Der Götti, bitte erheben Sie sich. Zu mir nur, sind Sie Schweizer? Habe ich gesagt, nein. Möchten Sie Schweizer werden? Habe ich gesagt, vielleicht, dann müssen Sie abnehmen, sonst gibt es eine Masseneinwanderung. Die Menschen sind nicht mehr nett. Ich war auch im Fitnessstudio. Hör auf zu lachen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in die Mikro ging. Ich lief durch diesen wunderschönen Supermarkt und da kam ich an die Kasse und sie saß vor mir. 90, 60, 90. Und das war erst ihr Kopf. Et nous vivions tous les ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Und ich las auf ihrem Namensschild diesen typisch Schweizer Namen Uderjet. Und ich möchtest du mal meine Muschel streichen. Das erste Geschenk, was ich von der Familie bekommen habe hier in der Schweiz, meiner Gastfamilie, war eine sprechende Waage. Erst habe ich mich gefreut, ein teures Geschenk. Und dann sagten sie an Weihnachten, stell dich doch mal drauf. Und das vor der versammelten Familie. Und ich habe mich auf die Waage gestellt und sie sagten nur, bitte nur einzeln nacheinander aufsteigen. Und da fragte sie mich, wie das nur eine Schweizerin tun kann, mit ihrer Nonchalance. Cumulus? Heinz, bist du Tierarzt? Dann nimm deinen Arm aus dem Arsch meiner Katze.